gab 2017 schon eine Düngeverordnung und jetzt soll noch mal eine Verschärfung stattfinden, bevor eigentlich gemessen werden konnte, ob diese Düngeverordnung von 2017 Fortschritte gebracht hat. Es wird viel gefordert, aber am Ende bei der Ausgestaltung, wie wird das finanziert, wie wird das gemacht, wie soll die Landwirtschaft das umsetzen und wie sichern wir die Ernährung der Bevölkerung, da sehe ich halt große Defizite. Ich bin hierher gekommen vor allem, weil ich den Beruf Landwirt gelernt habe und momentan, wie es jetzt einfach aussieht, was da für Bestimmungen kommen und sowas, wird es für mich in meinem Leben nicht mehr wirtschaftlich. Das heißt, ich muss umschulen. Eigentlich ist es mein Traum oder ja, mein Grund, weshalb ich den Beruf gelernt habe, dass ich daheim einen eigenen Betrieb bewirtschaften darf, auch das Know-how dazu habe und dann aber auch davon leben kann. Wir haben einfach kleinere Strukturen und das ist ja erschwert für uns. Im Norden oben, wo man jetzt mal größere Fläche hat, die haben da ganz andere Bedingungen. Dass vor allem mehr mit uns gesprochen wird, mehr Landwirte mit an den Tisch genommen werden und nicht einfach die Politik macht wird, gerade im Beispiel Tierwohl, Tierlabel, alle wollen viel Tierwohl, die Tiere muss es wunderbar gut gehen, aber dafür nichts zahlen wollen. Da stimmt es einfach im Vergleich Verbraucher, Politik und Produzent, sage ich mal, ganz einfach nicht. Wir können nicht so einen hohen Standard produzieren und billig verkaufen. Das funktioniert nicht.